Hallo Freunde des Abenteuers, willkommen zurück zu Black Mirror 3. Und letztes Mal haben wir ja tatsächlich ein Portal gefunden, mit dem wir wahrscheinlich wieder in den Ritualraum kommen. Problem, wir brauchen die schwarze Kugel und die hat Angelina ja damals mit sich ins Verderben gerissen quasi. Weswegen wir jetzt eine neue brauchen und Hinweise finden wir wahrscheinlich hier im Haus von Miss Rally. Die hat nämlich mal bei einer Ausgrabung mitgemacht zu einem Volk, das wohl mit dieser Kugel Bestattungsrituale durchgeführt hat. Und wir hoffen uns natürlich dadurch irgendwie Hinweise auf eine weitere Kugel zu finden. Und wir gucken uns einfach jetzt erstmal um, was wir hier so finden können. Miss Rallys Bruder. Vic. Sie hat ziemlich viele Bilder von ihm. Ist aber auch kein Wunder. Sie war wie besessen von seinem Tod. Und vor allem von seinem Mörder. Samuel Gordon. Meinem Vater. Alte Zeitungen und ein Buch mit englischen Kinderliedern. Das hilft mir nicht weiter. Knoblauch. Miss Valley hatte wohl nicht nur Angst vor den Gordons. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das andere Gründe hat, warum das da hängt. Das hier könnte interessant sein. Miss Valleys Büchersammlung. Mal sehen. Englische Geschichte und Geschichten. Camelot und der Heilige Gral, von Wilhelm dem Eroberer bis zur Magna Carta. Mhm. Eine Mappe von einer Universität. Constable? Darf ich mir die Mappe hier mal ansehen? Das sind alles nur Bücher über Wissenschaft. War das ein Ja? Von mir aus. Aber machen Sie nicht zu lang. Er hat so gar keinen Bock, hier aufzupassen, aber ohne ihn dürfen wir hier halt nicht hin, ne? Was ja irgendwo auch verständlich ist. Keine schwarze Kugel. Wenn ich Glück habe, hat sie noch keiner entdeckt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo dieses Hügelgrab genau liegt. Liest er das vor oder muss ich das machen? Expedition 6. Juli 1981. Unsere Gruppe untersucht heute das Gebiet in Sektor 13. Wir fanden einen unversehrten, wahrscheinlich bisher von Grabräubern verschonten Tumulus. Der Eingang war noch mit einem für diese Bauart typischen Felsblock verschlossen. Es handelt sich bei dem Grab nach bisherigen Erkenntnissen um einen Cotswold-Severn-Typ. Wir fanden die Überreste von 12 Personen, vermutlich Männer. Bei einigen fehlten Schädel. Einigen fehlten Schädel, Knochen wurden umsortiert. Wir nahmen an, dass die Schädel noch während der Nutzung der Stätte für Rituale entfernt wurden. Wieso, das bleibt zu klären. Die Position haben wir auf der Karte markiert, um das Grab vor Grabräubern zu schützen, wird diese Karte im Archiv der Universität eingelagert und ist nur autorisierten Personen zugänglich. Fundstücke und Proben zur Archivierung geschickt. 7 vollständige männliche Skelette, 5 männliche Skelette ohne Schädel, eine goldene Figur in Form eines Stiers, 2 goldene Tafeln mit Hieroglyphen, eine Probe Sandboden aus dem Grab, außerdem eine Bodenprobe aus dem Sumpf und diverse Kleintierknochen der Umgebung. Soll ich mir was markieren? Ich würde mal sagen, Sektor 3. Wir müssen im Sumpf suchen, auf jeden Fall. Und, achso, in der Umgebung. Kleintierknochen. Oh, okay. Perfekt. Damit kann ich doch schon was anfangen. Sektor I3 im Sumpf. In der Nähe I3, schon, nicht 13. Als ich die Portale gesucht habe. Und dort eine Stelle, an der viele Kleintierskelette liegen. Das muss sich doch finden lassen. Schreibtisch. Zeitungsausschnitte über den Mord an Vic. Unvorstellbar, wie man ein Kind so brutal ermorden kann. Tja, der war nicht ganz bei sich, ne? Bleiben Sie bitte hier unten. Schade. Was? Wieso? Vielleicht gibt es oben etwas Interessantes. Mm-mm. Miss Valley bewahrt all ihre Unterlagen hier unten auf. Ja, ist ja gut. Wir haben oben bereits alles durchsucht und bis auf ein paar Fotos von ihrem Bruder Vic nichts gefunden. Na schön. Was haben Sie vor? Vielleicht gibt es eine geheime Falltür unter dem Teppich. So ein Blödsinn.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie danach auch geguckt haben, ob da irgendwas unter dem Teppich ist. Kohlestückchen. Was dagegen, wenn ich mir ein Stückchen Kohle mitnehme? Ich glaube, da hat niemand etwas dagegen. Na gut. Der Inspektor hätte bestimmt wieder irgendwas dagegen. Irgendwas Bescheuertes. Schaukelstuhl. Ein Schaukelstuhl aus Holz. Die Rückenlehne sieht nicht gerade bequem aus. Noch ein Foto von Vic. Sie muss ihren Bruder sehr geliebt haben. Geschirr im Folklore-Stil. Wir Experten sagen dazu bemalte Teller. Ich glaube, in Willow Creek gibt es sowas wie Öl oder Gas einfach noch nicht. Naja, wohl eher kein Zugang. Ein leerer Notizblock. Was machen Sie da? Ich wollte mir nur ein Blatt Papier nehmen, um mir Notizen zu machen. Mhm. Da ist nichts drauf. Will er sich was aufschreiben? Ein leeres Blatt Papier auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten kann ich einen schwachen Textabdruck erkennen. Leider nur erkennen, nicht lesen. Ah, hier mit der Kohle nachmalen. Drüber wuscheln. Dieser Trick hat bisher immer funktioniert. So, was steht da jetzt? Das muss der gleiche Brief sein wie der, den ich in der Hütte gefunden hatte. Ein bisschen kann man lesen. Falls es uns nicht gelingen sollte, das Übel... Unser Ziel verfehlt und der Orden nie existiert. Bereits Opfer gegeben? Das war nie meine Absicht. Wenn der Verfluchte also... Jetzt wird's sehr undeutlich. Darf keine Spur mehr zu... Ach so, den Brief, den er bei der Rüstung, bei dem Outfit gefunden hat, ne? Von wegen, ja, man darf keine Spur mehr von uns finden. Ja, ich habe jetzt überlegt, was für ein Brief. Da hatte Miss Valley wohl angekündigt, dass sich der Orden im Fall der Fälle auflösen soll. Das erklärt einiges. Will das vielleicht der Constable sehen? Obwohl, es kann ja mittlerweile auch wurscht sein, oder? Wir sind Zack, ja ziemlich weit raus. Gesehen. Gehen wir. Legen Sie die Mappe bitte wieder zurück, dann können wir los. Okay, wir wissen also jetzt, dass wir in den Sumpf müssen. Verfallene... Hier. Da ist ein Steinhaufen. Ha! Knochen? Das hatten wir uns ja, glaube ich, schon angeguckt, oder? Ein Sumpf. Das stand auch in der Seminararbeit. Und ich bin östlich von Willow Creek. Irgendwo hier in der Nähe muss dieses Hügelgrab sein. Nanu? Soweit ich mich erinnere, war hier gestern noch kein Steinhaufen. Echt nicht? Ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, was hier alles war und was nicht. Kleintierknochen. In Miss Valleys Seminararbeit stand, dass sie solche Knochen an ihr Institut geschickt haben. Das wäre ein Hinweis darauf, dass sich hier in der Gegend das Hügelgrab befindet. Ja, dann wahrscheinlich hier Trampelfahrt. Ich versuche es einfach mal in diese Richtung. Tor! War nicht allzu schwer zu finden. Kann ich da direkt rein? Zweige... Hier liegen noch mehr von diesen Kleintierskeletten. Ob hier wohl eine Eule haust? Oder etwas Größeres? Vielleicht waren es auch Opfergaben. Hier liegen eine Menge Äste und Zweige. Die trockenen nehme ich mit. Okay. Das könnte ein Loch sein oder ein Symbol für die schwarze Kugel. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich hoffe, es ist das Symbol. Dieselben Hieroglyphen wie auf der Steintafel in der Höhle. Diese Orte gehören eindeutig zusammen. Hier war noch was, ne? Mini. Mhm. Ein Ersatzmann hier, der beim Bau des Grabes übrig blieb? Oder der hat das Grab verschlossen.
Der Baum muss vor Jahrzehnten gefällt worden sein. Wahrscheinlich, als sie das Grab entdeckt haben. Na dann. Ich habe noch nie ein Hügelgrab von innen gesehen. Ich auch nicht. Ehrlich gesagt auch noch nie von außen. Ich auch nicht. Was mich wohl erwartet. Weil das stimmt nicht ganz. Ich habe in Norwegen mal eins gesehen im Urlaub, aber da war ich nicht näher dran. Hier riecht es alt. Sehr alt. Was erwartest du? Ich finde das aber geil, wie sie sagen, sie wollen das hier vor Grabräubern schützen, haben aber offenbar selber einiges mitgenommen. Die Wände bestehen aus massiven Felsbrocken. Die müssen hunderte von Leuten gebraucht haben, um das Ding hier zu bauen. Hier haben sie wohl die Toten reingelegt. Alle leer. Nichts zu finden. Hier liegen überall kleine, lose Steine rum. Hier liegen überall... Okay, das ist wohl noch wichtig. Der Wind hat den halben Wald hier reingeweht. Keine schwarze Kugel drunter. Na, es hat keinen Sinn. So finde ich hier nichts. Mordred wüsste bestimmt, wo zu suchen wäre. Wieso habe ich jetzt keine Vision? Hey, Mordred, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Moment mal. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Wenn ich meine Pillen absetze und hier lange genug warte, kommt früher oder später sicher eine Vision. Ich meine, wo, wenn nicht hier? Allerdings stand auf der Packungsbeilage, dass es mindestens 2 Wochen dauert, bis die Wirkung nachlässt. Vielleicht kann ich das beschleunigen. Ja, das ist ganz schön starkes Zeug. Oh Gott. Wir wollen also Mordred provozieren. Der Boden ist aus Stein mit einer dicken Dreckschicht überzogen. Vergraben konnten sie die Kugel sicher nicht. Okay. Dann gehen wir doch einfach mal zu der Dame, die uns das Zeug verschrieben hat. Ja? Hallo Doktor, kann ich Sie kurz was fragen? Na klar, kommen Sie hoch. Und sie ist am Smoken. Hi Doc. Adrian, was kann ich für Sie tun? Ich glaube, die Medikamente machen Probleme. Wie meinen Sie das? Vertragen Sie sie nicht so gut? Wird Ihnen schlecht? Naja, ich habe das Gefühl, dass sie heute nicht so wirken wie sonst. Kann es sein, dass ich etwas gegessen habe, was die Wirkung herabsetzt? Haben Sie große Mengen Baldrian-Tee getrunken oder Johanniskraut-Tee? Diese beiden Kräuter könnten die Wirkung herabsetzen. Nein, nein. Ich hab's nicht so mit Tee. Dann haben Sie vielleicht Antazida gegen Magenschmerzen oder Sodbrennen genommen. Ui. Das sollten Sie besser nicht tun. Magnesiumhaltige Mittel in Verbindung mit koffeinhaltigen Getränken hemmen die Aufnahme der Haloperidox-Wirkstoffe ins Blut. Das wäre mal gut gewesen, das vorher zu sagen. Müssen, entschuldigen Sie. Ja, allerdings. Das heißt also neben Baldrian und Johanniskraut auch keine Magenmittel und kein Kaffee. Nicht zusammen. Aber 1 oder 2 Tassen Kaffee am Tag sind nicht so schlimm. Nur nicht übertreiben. Ihr Husten klingt jeden Tag schlimmer. Sie raucht ja auch ohne Ende. Geben Sie auf sich Acht, Adrian. Würde mir nicht wundern, wenn sie am Ende auch noch stirbt. Okay. Wir brauchen Tee, Magnesium und Kaffee. Komm, hier gibt's doch garantiert irgendwo Tee oder sowas. Hi. Sodbrennen, Päckchen Kaffee. Abaya, haben Sie etwas gegen Sodbrennen? Ja, ja, natürlich. Magensalz kann ich da nur empfehlen. Ist das, magnesiumhaltig? Nein, das ist nur ein Salz. Haben Sie noch etwas anderes? Wenn Sie Magnesium brauchen, können Sie auch ein Antazidum nehmen. Das ist zwar rezeptpflichtig, aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme. Wie nett. Okay. Haben Sie Baldrian-Tee oder Johanniskraut? Ich fürchte... Nein, aber ich kann es Ihnen bestellen. Dauert vielleicht 2 Tage? Ah, das ist zu lang. Ich bräuchte es heute noch. Okay.
Oh, dann weiß ich auch nicht. Ich hätte gern ein Päckchen Kaffee. Welche Sorte? Entkoffeiniert oder extra mild? Haben Sie keinen extra starken? Die älteren Kunden vertragen das Koffein nicht so gut. Na. Und was ist mit dem Sack Kaffeebohnen hier? Wir trinken es trotzdem. Das ist die extra milde Sorte. Soll ich Ihnen davon etwas abpacken? Nicht wirklich. Auf Wiedersehen. Ja. Die hat immer noch so Angst vor mir. Oh, aber im Café werden sie doch bestimmt Kaffee haben, oder? Edward. Gut, dass der noch hier ist. Mr. Gordon, womit kann ich dienen? Okay, ihn kann ich nur nach Kaffee fragen. Kann ich hier auch ein ganzes Päckchen Kaffee kaufen? Aber natürlich, Sir. Welche Sorte hätten Sie denn gern? Die stärkste. Die stärkste. Bitte. Dankeschön. Sehr. Das ist ein kolumbianischer Kaffee. Eine meiner Lieblingssorten. Danke. Machen Sie es gut, Edward. Ich versuche mein Bestes, Sir. Wir können ja mal gucken, wo ist mein Schloss hier oben. Ja, wir gehen mal ins Gewächshaus. Vielleicht... Was ist denn das für eine Pflanze, wenn ich die immer noch ankleckern kann? Ist das vielleicht Johanniskraut oder so? Hügelbaldrian. Ah! Das ist doch genau das, was ich suche. Und die Pflanze ist doch schon getrocknet. Dürfte gut brennen, das Zeug. Willst rauchen? Okay. Wie er rennt, ich finde das geil. So, ja, was hast du denn jetzt vor? Magnesiumhaltige Tabletten gegen Magenbeschwerden. Echter kolumbianischer. Trockene Zweige. Ein vertrockneter Baldrian. Endlich habe eins der Portale gefunden. Ja, es kommt mir alles nicht mehr so unwirklich vor. Wo bist du, Mordred? Das Dumme an so einer Besessenheit ist, dass sie ziemlich einseitig läuft. Ich darf Mordred rumschleppen und mich von seinen Vorstellungen von nerviger Vision plagen lassen. Wann immer es ihm beliebt. Wenn schon Vision, dann will ich auch bestimmen, wann ich sie habe. Und das werde ich jetzt tun. Die Medikamente abzusetzen würde nicht ausreichen, dauert außerdem viel zu lange, bis sie aus dem Kreislauf sind. Ich sollte ihre Wirkung lieber gezielt aufheben. Dr. Winterbottom, ja, okay, sie könnte mir helfen. Also ich brauche die Wirkung der Medikamente abzusetzen. Ach so, ich brauche was, um Tee zu kochen, das will er mir sagen, oder was? Aus dem Baldrian. Er will es gar nicht rauchen. Er will Tee draus kochen wahrscheinlich. Was ist denn das? Lose Kacheln. Baufolie. Seit wann liegt die denn da? Das ist eine Rolle Baufolie. Die Handwerker sollten damit eigentlich den Boden abdecken, damit sie nicht alles dreckig machen. Aber bei der Bude hier ist das mittlerweile... Naja gut, aber wenn sie noch Kacheln rausnehmen wollten... Okay, nimmt sie mit. Wo war die Küche? Bibliothekküche. Da, guck mal. Topf. Ein leerer Topf? Schätze, die Handwerker haben sich damit ihr Mittagessen warm gemacht. Und ich kann mir damit Tee oder Kaffee kochen. Na bitte. Ich fülle gleich etwas Wasser rein. Okay, Wasser läuft. So, jetzt aber.
Ich lege die Steine in die Mitte des Raumes. So habe ich eine kleine Feuerstelle. Ja, okay. Dann brauchst du ja noch Holz. Damit hätte ich genug Brennmaterial für ein kleines Feuer. Vater und Sohn am Lagerfeuer. Wie rührend. Das Wasser dürfte bald kochen. Mist, der ganze schöne Rauch zieht nach draußen. Ach so, ich soll das zumachen hier. Ich sollte die Folie besser von draußen. Wieso von draußen anbringen? Wie willst du denn wieder reinkommen? Damit bleibt der Rauch ganz sicher in der Grabkammer. Er will sie ja so doch benebeln. Okay, nochmal. Das sieht plötzlich so dunkel aus, nur durch die Folie. Wenn ich hier wieder rauskomme... Stinke ich bestimmt wie ein Räucheraal. Oder du... Kein gutes Deo für einen zu Unrecht verdächtigten Brandstifter. Oder du hast eine Rauchvergiftung. Ich fühle mich schon ein wenig seltsam. Schwindelig, wie in Watte gepackt. Aber das reicht noch nicht. Irgendwas fehlt noch. Ja, der Kaffee. Nein, halt. Kaffee. Heute mal die türkische Variante. So hat mein Vater ihn auch immer getrunken. Ich zerbrösele die Tabletten vorher, damit sie sich schneller auflösen. Was zum Geier mache ich hier eigentlich? Kochen. Egal. Es wird mich schon nicht umbringen. Und wenn doch, bin ich immerhin schon in einem Grab. Das... Bleibt abzuwarten, Kumpelchen. Fuck, das funktioniert besser als ich dachte. Das ist ein Hai. Was? Der hat eine Kugel auf jeden Fall. Aha. Tot. Oh, mein Kopf. Ach, meine Pillen. Jetzt brauche ich sie dringend. Na dann. Oh, verdammt. Das ist ja schon geil. Er macht alles, damit sie nicht wirken. Jetzt schluckt er sie direkt. Wie lange war ich wohl weggetreten? Immerhin habe ich diese Kugel gesehen. Sie haben sie hier im Grab versteckt. Ja, irgendwo in einer Wand. Dieser Schimmel war vorher noch nicht da. Oder doch? Was hat das zu bedeuten? Durch den Rauch entstanden. Diese Gestalt in meiner Vision hat die schwarze Kugel hier... Ha! Komisch, dass ich sie vorher nicht finden konnte. Ich weiß nicht, wie das mit Dingen zugehen kann, aber ich habe, was ich wollte. Danke. Mordred. Gern geschehen. Okay. Ab in den Wald. Dann Kugel.
in die Halterung. Bui. Ich leuchte. Es fällt mir wirklich schwer zu glauben, was ich gerade sehe. Bist du immer noch ein bisschen high? Es hat funktioniert. Das Portal ist offen. Ach ja, da sind wir wieder. Ui, da liegt sogar noch Louis. Die Akademie. Da kommen Erinnerungen hoch. Schlechte Erinnerungen. Aber bin ich nicht hier dann in den Ritualraum gekommen? Ich hatte eigentlich gehofft, im Ritualraum rauszukommen. Sieht so aus, als wäre das Portal nicht vollständig aktiviert. Verdammt! Wie es aussieht, bleibe ich länger als geplant. Hey. Da liegt ernsthaft noch Louis' Leiche. Das muss Louis sein. Oder das, was von ihm noch übrig ist. Nach ein paar Wochen sieht er schon so krass verwest aus. Der ist ja nur noch Haut und Knochen. Ohne seine Hilfe wäre Angelina nicht so weit gekommen. Er hat sich von ihr genau wie ich vor den Karren spannen lassen. Aber egal, was für ein Mensch er war, ein wenig leid tut er mir doch. Na, mir nicht so wirklich. Er hätte ja in Wales bleiben können. Was ist hier? Ach, das sind Patronen. Ich dachte, das sind Maden oder so. Das sah eklig aus gerade. Hier läuft sich's wie auf Erbsen. Der Boden ist über und über mit leeren Patronenhülsen übersät. Hier müssen ganze Magazine leer gefeuert worden sein. Wollten die Ordensmitglieder damit die Akademie zum Einsturz bringen? Zumindest beim Eingang hatten sie wohl Erfolg. Hier sind überall Einschusslöcher. Diese Ordensleute haben hier überall wild um sich geschossen. Aber warum haben die um sich geballert? Ob das was mit dem Ritual von Angelina zu tun hatte? Oder wollten sie die Akademie damit zum Einsturz bringen? Wie auch immer, ich sollte zusehen, dass ich hier wieder heil rauskomme. Als ich das letzte Mal hier war, lag in dieser Halterung eine schwarze Kugel. Was er gesagt hat, Angelina sie reingelegt. Ich kann nur hoffen, dass sie hier noch irgendwo liegt. Das Portal ist nicht aktiv. Ich muss eine Möglichkeit finden, es wieder zu aktivieren. Ich kann immer noch auf Louis klicken. Schauen wir mal, ob der Kerl noch etwas anderes als Ungeziefer bei sich hat. Ungeziefer. Schön stillhalten. Uah, fühlt sich verdammt lebendig an, diese Leiche. Liegt wohl am Kreislauf des Lebens. Ein Brief. Aha. Eine Notiz von Angelina an Louis. Er liest sie automatisch, okay. Ein Brief von Angelina an Louis. Louis, ich habe mich um Valley gekümmert. Sie wird uns keinen Ärger mehr machen. Kümmer du dich um die Leute im Schloss. Am besten du zündest die Bude einfach an. Pass nur auf, dass der Amerikaner halbwegs heil rauskommt. Ich brauche ihn lebend. Bring ihn so schnell wie möglich zur Akademie. Ich werde versuchen, mit Catherine vor euch da zu sein. Dein Geld bekommst du, sobald ich habe, was ich will. Angelina. Hätte er nie im Leben gekriegt. Hat sie ja gesagt, sie hätte ihn auch getötet, wenn alles vorbei ist. Eigentlich muss ich nur dafür sorgen, dass Spooner diesen Zettel hier bei Louis' Leiche findet und ich bin endlich raus aus der Sache. Aber ich kann ihn unmöglich hier reinlassen. Da könnte ich genauso gut das Familiengeheimnis verhökern und mir Mordred auf die Stirn tätowieren. Mir wird schon was einfallen. Kannst du den Brief nicht einfach so hinbringen zur Polizei? Der Fallenbauer war auf jeden Fall kein Freund von halben Sachen. Wer das auf den Kopf kriegt, hat nie wieder Kopfschmerzen. Ich meine ja nur, der Brief ist alt genug und in einer anderen Schrift, dass man eigentlich nicht denken könnte oder eigentlich nicht beweisen könnte, dass der von Adrian ist. Diese Steinplatten waren mal tödliche Fallen. Hat man sich draufgestellt, kam entweder was von oben oder eine Tür ging auf. Jetzt ist der Mechanismus aber kaputt. Hoffe ich mal. Hoffe ich.
Da geht's tief runter. Und wieder dieses seltsame Licht. Na gut, ohne Steinplatten, was soll passieren? Die Säulen stehen auf Sockeln, die tief in die Erde hinabführen. Kein Ende in Sicht. Warum kann ich ihn immer noch anklicken? Lewis ist ziemlich angefressen. Ja, ha, 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 ha. Lewis ist ziemlich... Normalerweise nimmt man diesen Weg hierher, aber der sieht ziemlich verschüttet aus. Da ist ein Stück schwarzer Stoff. Das muss einer vom Orden sein, der bei dem ganzen Chaos mit in die Luft gejagt wurde. Yay. Genau erkennen kann man das von hier aus aber nicht. Diese Türen konnte man mittels eines Mechanismus öffnen. Der wurde aber zerstört. Damit werden diese Türen wohl für immer geschlossen bleiben. Überall fiese Teufelsgestalten. Sehen aus wie Galionsfiguren. Plötzlich sind hier Spälte. Hier ist ein Spalt zwischen den Steinen. Ich kann aber leider nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel da drin. Also, wir brauchen Licht. Und fühlen kann ich auch nichts. Keine Chance. Mein Arm blockiert die Sicht. Ich kann nichts erkennen. Okay. Können wir ein Foto machen? Das müsste gehen. Ui. Die Wahrsagerin meinte doch, ich kann irgendwo runterfallen. Ja, da liegt die schwarze Kugel. In der Hand eines Toten. Yay. Und dahinter die andere Öffnung. Wenn ich also so etwas wie einen Stock hätte, könnte ich die Kugel auf der anderen Seite rausschieben. Ich ahne was Schlimmes, man kann ja immer noch Lewis antippen. Es ist zwar eklig, aber... Da. Ich könnte Lewis' Arm als Verlängerung benutzen, um an die schwarze Kugel zu kommen. Ich hoffe, den behält er nicht lange im Inventar. Das ist ein cooles Foto. Kann ich mir das von nahen angucken? Die schwarze Kugel. Nee, okay. Die Kugel liegt jetzt näher an der anderen Öffnung. Hab sie. Jetzt nichts wie raus hier. Solange das jetzt funktioniert... Adrian Gore, Großmeister der Portalmagie. Denkst doch nur du. Hoffen wir, dass mich das Portal jetzt direkt zu Mordreds Buch schickt. Ja, wir sollen ja das Buch holen, aus irgendwelchen Gründen. Angeblich steht da was drin. Es hat funktioniert. Ich bin im Ritualraum. Der sicher ist sicher. Menschliche Schädel. Fein säuberlich aus dem Fels gehauen. Hoffe ich. Da ist auch noch eine Kugel.
Der Abgrund, in den meine Mutter gestürzt ist. Und deine Schwester. Hier stehen mehrere Halterungen. Ob es darauf ankommt, in welcher die Kugel liegt, das wäre theoretisch sogar physikalisch erklärbar. Ich möchte es aber lieber nicht praktisch ausprobieren. Ja, okay. Das könnte auch der Thron des Leibhaftigen sein. Na, dann guck dir mal das Buch an. Im Buch steht alles. Wieder noch die Schlüssel stecken. Das ist aber jetzt Mordred. Das ist nicht Adrian, das ist Mordred. Oh oh. Oh oh. Er hat schwarze Augen, oder? Er hat schwarze Augen, so wie es aussieht. Adrian? Darren? Reiß dich zusammen, Adrian. Okay, er will es wirklich normal durchziehen? Ich glaube, ich wäre gerannt. Endlich. Endlich wieder einen Körper zu besitzen. Na toll. Welch ungeahnte Macht. Nun kann ich mein Werk vollenden. Na toll. Was auch immer er jetzt mit den Kugeln gemacht hat, dass er sie auf verschiedene Podeste gepackt hat. Ich kann nichts machen. Oh, die Höllenhunde. Okay, diesmal folgen sie aber ihrem Herrchen. Nachdem ihr mich angefallen habt, ihr Dreckstüllen. Maria! Wo ist er? Wo ist Damien? Was hast du mit unserem Sohn gemacht? Er ist tot. Nein! Bitte! Das darf nicht sein! Er war zu schwach. Ich wollte ihn stärker machen. Ach so. Er hätte noch viel mächtiger als ich dachte, er dachte, seine Frau hätte ihn mit seinem Bruder betrogen. Was hast du getan? Ihn umgebracht. Geh mir aus dem Weg, weit. Mörder! Sie hilft mir offenbar. Kapitel 5. Yay. Wo bin ich hier? Im Schloss? Ja. Das muss das abgeschlossene Zimmer sein. Wie bin ich hier überhaupt reingekommen? Verfluchte Blackouts. Mordred ist stark. Ich kann ihn spüren. Viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Irgendwie sieht das auf den ersten Blick aus wie Samuels altes Zimmer, aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt sehe ich verdammt nochmal so aus, wie ich mich fühle. Ein altes, wackeliges Bett, von Holzwürmern zerfressen. Perfekt, um darin zu sterben. Fotos von meinem Vater und meiner Mutter. Die können mir jetzt auch nicht mehr helfen. Und was haben wir da noch? Eine Zange? Brauche ich gerade nicht. Also ist es wirklich Samuels Zimmer, oder wie, oder wieder was? Hey, das kenne ich doch irgendwoher.
Des Hüters oberste Tugend ist der Glaube. Sowohl in Gott, seinen Herrn, als auch in sich selbst. Diese Zettel. Wer schreibt die mir? Schreibe ich mir die etwa selbst? Oder Mordred? Da irgendjemand. Direkt vor dem Fenster baumelt ein Seil. Oder ein Galgen. Wie auch immer, ich hole es mir. Na toll. Das Buch ist auch mit hier. Ich habe es also nicht geträumt. Es ist tatsächlich so passiert. Das ist das Buch aus dem Ritualraum. Mordreds Buch. Die Seiten sind leer. Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein! Von wegen, im Buch steht alles! Im Buch steht überhaupt nichts! Vielleicht ist nicht das Buch gemeint. Ganz ruhig. Ich glaube, deine Pillen helfen mir so nicht mehr viel. Damals, im Ritualraum mit Angelina. Das Blut eines männlichen Gordons. Wenn ich mein Blut auf das Buch tropfe, müsste die Schrift sichtbar werden. Irgendwas sagt mir, es funktioniert nicht mehr. Eine Glasscherbe. Damit könnte es gehen. Oh Gott. Er ist komplett verzweifelt. Ich wette, es passiert nichts. Nichts. Jetzt hast du nur eine blutige Hand. Moment mal. Hier. Hier steht was. Oh nein. Nein, das ist nur Mordreds beschissene Beschwörungsformel. Alles umsonst. Aber irgendetwas muss ich tun. Ich kann doch Mordred nicht einfach so gewinnen lassen. Lieber bin ich tot, als ein jahrhundertealter Mörder. Mein Vater ist vor mir schon diesen Weg gegangen. Nein, du sollst diesen Weg aber nicht gehen. Es mag der einfachste Weg sein, aber es ist auch der wirkungsvollste. Ohne mich kein Mordred. Mein Tod wird auch seiner sein. Ich habe keine andere Wahl. Doch, die hast du. Du kannst es weiter versuchen. Es muss doch noch einen Weg geben, ihn rauszutreiben. Nö! Die Gordons. Eine jahrhundertealte Familie. Verflucht. Bis zum letzten Nachkommen. Wenn er jetzt wirklich springt. Bin ich. Die Geschichte der Gordons endet mit mir. Die Valentina. Kommen Sie da runter, Adrian. Sie dürfen das nicht tun. Es gibt noch einen anderen Weg. Was wissen Sie schon? Mehr als Sie glauben. Ich kann Ihnen helfen, den Fluch zu besiegen. Bitte vertrauen Sie mir. Kommen Sie herunter. Bitte. Wo warst denn du dann die ganze Zeit, wenn du mir hier helfen kannst? Wer hat sie geschickt? Und warum? Mein Auftraggeber ist der Vatikan. Na toll. Schon mal was von der apostolischen Visitation gehört? Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit übernatürlichen Phänomenen. Im Volksmund Wunder genannt. Der Vatikan? Da denkt man, schlimmer kann es nicht werden und dann steht die Kirche vor der Tür. Ich wurde hierher geschickt, weil uns mitgeteilt wurde, dass das Schloss Black Mirror gebrannt hat. Eigentlich nur eine Routinemission. Ich sollte nach dem Rechten sehen und den Gordons die nötigen Mittel für den Schlossaufbau zukommen lassen. Doch dann habe ich festgestellt, dass Victoria Gordon im Sterben liegt und Angelina nirgends aufzufinden ist. Meine Aufgabe war es dann, das Erbe der Gordons sicherzustellen und die Auswirkungen des Fluches so gering wie nur möglich zu halten. Die Auswirkungen des Fluchs. Das Erbe der Gordons. Adrian, Ihre Augen. Sie sind schwarz, ja. Was wissen Sie über den Fluch der Gordons? Mordred wollte Unsterblichkeit und Macht.
Er hat seine böse, schwarze Seele irgendwie im Spiegel verankert. Doch sein Bruder überraschte ihn bei einem Ritual. Kurz vor seinem Tod hat er Marcus Nachfahren dazu verflucht, Seelen zu sammeln, um sich damit wieder ins Leben zurückzurufen. Und anscheinend hat das funktioniert, wenn ich mir ihre Augen so ansehe. Das hat bei Samuel schon funktioniert. Seelen sammeln? Sie meinen Leute umbringen? Ja. Da liegen Sie falsch. Ich habe niemanden umgebracht und trotzdem lebt dieser Mordred in mir. Soviel ich inzwischen weiß, hat Ihre Zwillingsschwester Angelina das für Sie erledigt. Yay. Wir haben das alles falsch eingeschätzt. Angelina sollte ursprünglich die Hüterfunktion übernehmen. Von Ihnen haben wir gar nichts gewusst. Wir dachten, der letzte männliche Gordon habe vor 12 Jahren Selbstmord begangen. Selbst der Vatikan wusste also nichts. Was für eine Hüterfunktion. Sie meinen diese Portale bewachen, oder? Das ist das Erbe der Gordons. Die Hüter sind Menschen reinen Herzens, die vor langer Zeit von der Kirche dazu auserkoren wurden, den Black Mirror zu bewachen. Den Black Mirror? Ja, ein großer Spiegel und gleichzeitig ein uraltes Portal, das tief unter dem Schloss liegt. Ja, da war Marcus doch Gordon Samuel hat diese Aufgabe drin. Übernommen und an seine Kinder weitergegeben. Aber wie soll ein Gordon reinen Herzens bleiben, wenn sie doch alle zu Mördern verflucht wurden? Ihre Familie hat mehr Hüter hervorgebracht als Mörder. Nur Nachfahren von Marcus sind überhaupt in der Lage, dem Black Mirror zu widerstehen. Wir wissen nicht, warum das so ist. Wir haben jetzt jedoch nicht genug Zeit, um den genauen Grund dafür zu erforschen von Mord und eine Alternative außerhalb der Gordon-Familie zu finden. Dann bin ich wohl Ihre letzte... Ich dachte, das sind alle Nachfahren von Marcus. Aber woher wissen Sie das alles? Aus den Archiven des Vatikans und diesem Buch hier, das ich in der Bibliothek gefunden habe. Es ist das Buch der Hüter. Na toll. Die Hüter des Lichts. Hier lebt kein Schöner Hüter Film. Mit reinem Herzen mehr. Nur noch Mordred. Adrian, Sie waren seit Ihrer Geburt zum Hüter bestimmt. Ohne Angelina wäre Mordreds Fluch niemals auf Sie übergegangen. Victoria hätte nie zugelassen, dass Sie sich umbringen. Wollen Sie wirklich Victorias letzten Willen einfach so ignorieren? Wenn Sie sich umbringen, könnte alles nur noch schlimmer werden. Wenn es keinen Hüter mehr gibt, wird der Black Mirror jedem offenstehen. Sie hat die gleiche Animation wie Denise. Die Schwachen werden den Spiegel verfallen und Mordred wieder in die Welt der Lebenden holen. Und der Black Mirror wird ihm offenstehen. Adrian, ich kann Ihnen helfen, Mordred loszuwerden. Sie müssen mir vertrauen. Also gut. Ich gebe Ihnen eine Chance. Habe ich das richtig verstanden? Ich bin der letzte Gordon aus der Marcus-Linie. Und damit auch der letzte Hüter. Nur kann ich das Portal nicht bewachen, weil ein verfluchter Teil von mir, der Mordred-Teil, das Portal öffnen will. Und wenn ich mich umbringe, kann sich das Portal öffnen lassen, weil es keinen Hüter mehr gibt. So in der Art, ja. Puh. Und was schlagen Sie vor? Einen Exorzismus. Yay! Einen Exorzismus. Es ist ein uraltes Ritual. Lange bevor es überhaupt Christen gab, wurden schon Geister und Dämonen ausgetrieben. Es funktioniert. Sie müssen nur daran glauben. Ich bin vom Teufel besessen. Erzählen Sie mir nichts über Glauben. Gut, ich mache es. Danke, Adrian. Und jetzt lassen Sie uns zur Kirche gehen. Vor Einbruch der Nacht sollten wir den Exorzismus abgeschlossen haben.